Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's ein Workout gegen die sogenannten Winkearme. Winkearme, das sind die Muskeln, die hier mitschwingen, wenn wir winken. Deswegen der Name. Also das ist das Bindegewebe und die Muskulatur der Trizeps, den wir heute ganz besonders trainieren werden. Wir beginnen aber und machen unsere Handgelenke etwas elastisch, indem wir mal auf unsere Knie gehen und dann mit ganz wenig Druck unsere Hände mal in allen möglichen Richtungen bewegen, aufdehnen, also die Handgelenke elastisch kriegen. Wenn mal die Handgelenke schmerzen während der Übung, dann ist es meistens so, dass es die Muskulatur ist, die halt nicht ganz so stark ist wie unser Fußgelenk, weil wir nicht täglich auf unseren Händen gehen. Deswegen ruhig mal Pausen einlegen nachher, wenn es nicht mehr geht. Und du wirst sehen, dass es irgendwie immer länger dann funktioniert. Okay, einmal in alle Richtungen durchbewegt. Dann kommen wir mal in den Vierfüßlerstand. Machen den Rücken mal ganz rund und nochmal nach unten hängen lassen. Einmal rund werden, einmal den Bauchnabel in Richtung Boden ziehen. Mal ganz bewusst die Wirbelsäule bewegen. Schon mal die Hände spreizen. Und dann kommen wir langsam wieder zurück in den geraden Rücken. Komm einmal nach hinten in Richtung Fersen. Nimm jetzt die Hände mal nach außen, außerhalb der Matte oder so ein bisschen breiter, wie unsere Schultern sind. Komm dann nach vorn und gehen jetzt mit dem Brustbein Richtung Boden wieder nach oben. Achte darauf, dass dein Gesäß nicht zu hoch ist, sondern und auch nicht zu tief. Spann also Bauchmuskulatur an. Geh mit deinem Brustbein neben deinen Händen tief und komm dann wieder zurück. Also nochmal nach vorne kommen, Brustbein absenken, ausatmen, hochschieben. Das ist erstmal auch die Brustmuskulatur, die da mitarbeitet mit dem Trizeps. Wenn du möchtest, kannst du deine Beine natürlich auch ausstrecken. Aber es kommt noch ein bisschen was für die Arme. Je weiter du nach vorne kommst, umso schwieriger wird es natürlich. Und wenn du das nächste Mal nach vorne kommst, ist eine Hand weiter vorne. Das heißt, du nimmst eine Hand ein Stück zurück, die andere weiter vor. So dass, wenn du jetzt hier tief gehst, der eine den Trizeps trainiert, der andere Brust. Zurück und einmal wechseln. Hand nach vorne, tief kommen und wieder zurück. Eine Hand eine Handlänge nach vorne. Und wieder zurück. Denk dran, dass du jetzt zur vorderen Hand mit deiner Brust kommen musst. Also deine vordere Hand ist in Brustbeinhöhe. Ausatmend hoch, einatmend zurück. Geht noch. Immer an die Bauchspannung denken. Letztes Mal, noch mal eine Seite, nach vorne und zurück. Kurz mal entspannen, die Hände hüftschmal auflegen, Handgelenke entspannen. Also solche Übungen, die so ein bisschen versetzt gemacht werden, nicht gleichmäßig rechts und links, sind wirklich sehr effektiv, weil sie uns auf den Alltag auch vorbereiten. Im Alltag machen wir ja selten was ganz gleichmäßig. Jetzt kommst du noch einmal vor, nimmst deine Hände schulterschmal, kommst jetzt vor, lässt deine Ellbogen am Körper, schiebst dich ausatmen, wieder hoch. Das ist jetzt wirklich der Trizeps. Nochmal einatmen, ausatmen, hoch. Geh nur so tief, dass du auch wieder dich gut nach oben drücken kannst. Nochmal. Bauch spannen. Wenn es nicht mehr geht, lieber mal eine Pause machen und dann wieder dazu stoßen. Schaffen wir noch vier. Noch drei.
Letzten zwei noch. Wird schon schwerer. Und ein letztes Mal noch. Und nach oben drücken. Auslockern. Sehr gut. Handgelenke, Arme ausschütteln. Und wir drehen uns einmal auf die Seite. Gemütlich mal runterkommen. Wenn jetzt ein Ellbogen hier stützt, die andere Hand, die winkt, die stützt man nach vorne auf. Und der Ellbogen, der hier am Boden abgeschützt ist, der kommt gleich um deine Brust rum. Die Beine liegen so gemütlich, so wie es für dich okay ist. Dreh die Finger leicht nach innen, umarm dich und komm jetzt mit der Schulter Richtung Boden und drück dich wieder hoch. Nochmal tief und wieder hoch. Drei, merkst du? Vier, fünf, sechs, sieben. Man merkt schon, dass wir schon was gemacht haben für die Oberarme. Neun, zehn, elf, zwölf, 13, noch zwei Stück, 14 und auslockern. Super, gleich die Seite wechseln zur anderen Seite. Einmal rumkommen, deine Beine wieder ein Bein vor, ein Bein nach hinten. Ellbogen erstmal abstützen, der Arm, der hier winken kann, stützt vorne ab. Der Ellbogengestützte umarmt dich und du gehst tief und wieder hoch. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, geht noch, acht, neun, zehn, noch fünf Stück, elf, 12, 13, 14, letztes Mal und entspannt aufsetzen, Arme einmal auslockern, Handgelenke auch mal richtig ausschütteln, die haben es geschafft. Jetzt machen wir noch eine Übung für die Ganzkörperspannung, um nochmal auch die Rückenmuskulatur dabei zu haben. Wir kommen noch einmal auf die Ellbogen, nehmen die Ellbogen unter die Schultern. Wichtig ist, dass du dich hier aus deinen Schultern rausziehst, deine Beine nach hinten streckst, sind so ein bisschen so wie hüftbreit geöffnet, deine Unterarme stehen jetzt voreinander, schieb dich aus deinen Schultern raus und versuche jetzt mal einatmend einen Arm zu öffnen, mach dich mal ganz lang. Raus aus der Schulter und wechseln. Arm öffnen und wechseln. Spür deine Körpermitte, deine Schultern, Rücken, Bauchmuskulatur. Gleich nochmal. Langziehen. Schöne Schultern sind natürlich auch wichtig. Nicht nur die Arme. Noch vier Stück, noch drei Stück, noch zwei Stück, halten, absetzen, Knie absetzen und mal kurz nach hinten entspannen. Lass dich ruhig mal richtig fallen, entspann deinen Rücken. Entspann deine Schultern. Und roll dich noch einmal auf. Locker deine Schultern aus. Komm mal zu dir. Setz dich einfach so hin, wie es für dich jetzt gemütlich ist. Nimm nochmal einatmen, die Arme nach oben. Beug einen Arm und zieh ihn hier tief. Spür Trizeps.
Rücken nochmal tiefer. Und nochmal wechseln. Andere Seite. Armbeugen, tief ziehen. Den Trizeps spüren. Und nochmal lösen, auslockern. Einen Arm vorne, so ein bisschen zurückziehen, die Schulter aufdehnen, lass die Schulter ganz tief. Lass nochmal los, Seite wechseln, zurückziehen, Schulter tief halten. Nochmal wieder lösen, Hände hinten fassen, so ein bisschen nach oben, Brustbein heben, Arme ziehen. Nochmal lösen, und die Hände schließen und so ein bisschen durchbewegen, also die Handgelenke, denen tut es auch mal gut, wenn sie gekräftigt werden, also nichts denken, wenn man da so ein bisschen was spürt, dann sind es auch gern die Muskeln. Dann atmest du nochmal ein, machst dich lang, streckst dich mal rechts und links, räkelst dich in Richtung Decke und atme aus. Schüttel nochmal so richtig nach unten aus. Schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also wenn du Lust hast, dieses Video so zweimal die Woche zu machen, dann merkst du bestimmt, dass das Gewebe am Oberarm fester wird. Wenn du möchtest, einmal oben zu dem Infopunkt schauen, da findest du noch mehr Videos in der Art oder mal unten bei mehr Anzeigen draufklicken, dann macht sich noch eine Seite auf mit zum Beispiel meinen Termin, wo ich so unterwegs bin. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo oder ganz einfach bis zum nächsten Workout.